Es ist mir eine ganz grosse Freude, dass ihr da seid. Also, dann wäre mal der Martin Riffel. Das ist der Mann von Postelter. Der Bernhard Bischof hat auch eine ganz wesentliche Rolle in dem. Und neben ihm ist seine Tochter, Karin Bischof. Und dann habe ich noch den Peter Trinkel aufgeschrieben. Der macht sehr viel für uns, allerdings indirekt. Er ist der Chefstratege der Firma Saurer. Für alles, was die jetzige Firma Saurer macht, er ist auch Mitglied im Stiftungsrat der 150 Jahre Jubiläumsstiftung. Martha ist auch noch auf der Liste. Martha Monstein, sie ist unsere Gotte, das Frauenfeld. Und sie hat dafür gesorgt, dass wir Geld bekommen haben, um das Museum überhaupt machen. Dass wir Geld bekommen haben, für die Textilausstellung neu zu machen. Danke vielmals, Martha. Heute sind zwei Anlässe, das haben wir ja in der Einladung schon geschrieben. Das eine ist die Neugestaltung der Textilabteilung oder Textilmaschinenabteilung und das andere ist das Postauto. Das Postauto Dächlich. Die Geschichte der Textilabteilung fährt mit der Karin Bischof an. Karin Bischof war nämlich einmal da im Museum gewesen. Und hat gesagt, so etwas Schlimmes wie die Textilmaschinenabteilung hat sie schon noch lange nicht irgendwo gesehen. Das ist, könnt ihr euch vorstellen, also sie, ich muss natürlich korrigieren, sie hat gesagt, die Puppen seien das, was ihnen gefallen. Und im Unterschied zu anderen Leuten, die auch schon eine Brötchenbewertung gemacht haben und nachher einfach sagen, wir sollten zwar etwas machen, ist sie am gleichen Tag da rausgegangen, ans Telefon, hat ihren Vater angerufen und hat gesagt, da muss man etwas machen. Und das Resultat, das sehen wir heute Abend. Dann sage ich einfach noch für das Postauto etwas sagen. Der erste Kontakt bezüglich dem Postauto war am 7. September 2019. Da hat nämlich Martin Riefel geschrieben, er hätte eine Nacht und eine Pechrichappe, die eine neue Unterkunft suchen. Und ich habe dann sehr schnell geschrieben, der M8 für einen eigenen Schuh, aber es hat tatsächlich auch bewährlich etwas. Und unsere Bedingungen geschickt. Der Martin hat sich von dem nicht erschrecken lassen. Und im gleichen Tag hat er bereits zurückgeschrieben, über das lässt sich reden. Und das Resultat ist einfach gemacht. Voilà. Dann habe ich noch einen mit einem roten Punkt da. Der Werner Kürzer ist der Hofberichterstatter von unserem Museum. Aber nicht nur, sondern von Argon. Er ist der Chef der Argon Video Group und hat schon wunderbare Dokumentationen für uns gemacht. Und für das sind wir dir natürlich dankbar. Danke. Jetzt der Ablauf. Hochvertraute, liebe Mittlerleute, der Starreder der Landsgemeinde, trinken, essen, es kostet nichts. Und das ist das Hauptprogramm, das wir haben. Miteinander reden. Das wäre es von meiner Seite. Ihr wisst jetzt, wie es abläuft. Elian, bitte schön. Elian ist die Frau fürs Feine, nicht fürs Grobe. Fürs Feine. Sie ist nicht nur für die Textilabteilungsarbeit zuständig, sondern sie ist vor allem für den Wissensradar zuständig. Sie ist eine von denen, die sich bei uns gemeldet hat vor Jahren und gesagt hat, sie will etwas machen für das Saurer Museum. Und hat eigentlich vorgeschlagen, sie würde das Depot in der Gestaltung machen als gelernte Innenarchitektin. Und habe ich gesagt, das Depot ist schon gestaltet, aber wir hätten sonst gar noch ein paar Ärger vor. Unter anderem den Wissensradar und das Wissensprojekt. Und das ist eigentlich deine Hauptarbeit, aber da bist du in deinem Beruf drin, Gestaltung und damit weißt du schon. Gut, und ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt da stehen und die Neugestaltung sind. Textilabteilung 4 für die Innenarchitektur, wo mein Beruf ist. Und ich bin vorher immer durchgelaufen und also müssen beide Augen zudrücken, weil es mir eben auch nicht so gefallen hat. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch unsere eigenen Produkte ausstellen können, also alle Türchen und Stoffe, dass die auch mal gezeigt werden, dass man überhaupt sieht, was wir hier machen. Ich freue mich sehr, dass der Wert in Estrich gestiegen ist und alle Raumfahrtmissionsabzeichen ausgraben hat und wir die drinnen können orten, ordnen, sortieren, chronologisch einrahmen und aufhängen. Ich glaube, einzigartig und sehr gesucht, die Sammlung. Also schauen Sie gut an, das Emblem der Mondlandung ist auch noch drauf.
Und dann möchte ich mich bei dir bedanken, Simon Baumberger, super Projekt. Sie ist der kreative Kopf hinter dem allem. Sie hat das Auge fürs Detail, sie hat handwerkliches Geschick, sie ist sprüht von Kreativität und es ist ein super Zusammenarbeit für sie. Danke. Und dann möchte ich noch unseren freiwilligen Mitarbeitern danken, Hans Stacher und der Bert Brunner in der Rude Rüdger. Ihnen haben einfach können sagen, was man braucht und dann sind sie auch mit Stoffbiegen und mit Türchen an und die haben ich können den Simon weitergeben und sie hat sie verarbeitet. Super Zusammenarbeit, danke vielmals. Simon Baumberger, Sie haben die Neugestaltung von der Textilabteilung gedankt. Wie sind Sie zu dem Kind gekommen? Ich bin über 7 Millionen Ecken wortwörtlich zum Kind gekommen, über Karin Bischof, St. Gallen, Bernhard Bischof, wo der Vater ist, so bin ich zu dem Ganzen dazugekommen und habe den Delian kennengelernt. Was haben Sie mit dem denn ausgedrückt? Ich wollte zeigen, wie schön die Stickereien sind und immer noch sind und man auch gemacht hat und was man eigentlich auch mit diesen Stoffen alles machen kann. Weil die Herstellung ist das eine und nachher muss man es ja zeigen und präsentieren. Und das habe ich versucht anhand von Kleidern, aber auch liebevoll zeigen, wie das alles hergestellt wird und was eigentlich das Resultat ist am Schluss. Und Sie haben, so wie ich sehe, einen Haufen Kleider gemacht, oder? Die habe ich in Zusammenarbeit mit Karin Bischof und Katrin Baumberg, meiner Schwester, gemacht. Sie haben St. Gallen, haben sie ein Geschäft, wo sie Kleider herstellen. Und ich habe von euch, vom Museum, den Stoff bekommen, der dort gehoben worden ist. Und ich habe mit mir zusammen Kleider gemacht. Schön, das ist eine aufwendige Arbeit gewesen. Das ist sehr aufwendig und ich finde es super. Und eben, dass man einfach auch zeigen kann, man kann das alles anlegen. Und raus auf die Straße gehen und sich zeigen. Schön. Und würden Sie das alles auch tun? Nein. Ich glaube, vielleicht zu einem speziellen Anlass oder so. Auf jeden Fall, das schon. Aber jetzt so im Alltag, wenn ich unterwegs bin, weniger. Wie viele Stunden haben Sie jetzt für das Ganze aufgewendet? Stunden kann man so nicht zählen, weil wenn man mal angefangen hat und es lässig ist und die Leute lässig sind, dann finde ich, dann mache ich einfach, bis es so ist, wie ich es wirklich für gut finde. Und einfach, dass auch die Leute zufrieden sind, die hier im Museum arbeiten. Also Sie haben richtig Interesse und Spass daran. Absolut, total. Ich tue sehr gerne Sachen gestalten und eben auch mit Leuten zusammen arbeiten und ein bisschen Stimmung erzeugen und ich hoffe, das ist mir gelungen. Das macht den Eindruck, das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Danke. Was machen Sie sonst beruflich? Ich bin, ich arbeite als Bühnenbildnerin, ich entwerfe Bühnenbilder. Für die Stadt Zürich bin ich unterwegs, gehe nächsten Herbst auf Schaffhausen ins Theater, habe aber auch schon St. Gallen Theater gearbeitet. Etwas also recht ein breites Spektrum. Ja, es hängt halt interessant, wie es immer zusammen mit einem Raum zu gestalten, einem Raum auszustatten, aber auch eine Stimmung zu erzeugen. Und das ist egal, ob es ein Museum ist oder ob es ein Theaterstück ist, das ist einfach ein bisschen alles zusammen. Also ich glaube, das Sauermuseum darf sich über die Neugestaltung freuen und der Eindruck wird wahrscheinlich alle überraschen, die dann noch alle reinkommen. Danke. Also mir ist halt auch ein bisschen wichtig, dass es wie, es ist einerseits der Stoff, den es gibt, aber dann gibt es ja auch Leute, die etwas herstellen aus dem Stoff. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, dass man das auch zeigt, dass es wie weitergeht, wenn man mal den Stoff hat und was man da dazu alles braucht. Und das habe ich versucht, um so ein bisschen liebevoll irgendwo durch einzufangen, dass man nachher Nadeln und Faden braucht und einen Fingerhut und dann eben etwas gestaltet muss. Genau. Absolut, genau. Was mich wahnsinnig fasziniert, ist die verschiedenen Muster, die es gibt und wo man ja auch, man war ja auch dahinter gewesen, wo sich das irgendwie ausgestudiert hat und aufgezeichnet hat. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie viele verschiedene Variationen es gibt. Sie könnte hier stundenlang, ich bin schon eine Stunde lang ein bisschen drin rumblättern. Ich finde es super.
Was ich natürlich auch noch versucht habe, ist ein Schiff einzubauen, weil ich finde Arbon und See und Wasser, das gehört wie so ein bisschen zusammen für mich alles. Und darum habe ich dann mit einem Augenzwinkern noch versucht, um die Umgebung halt auch ein bisschen einzubeziehen. Und Schiffli haben wir auch wieder Schiffmaschine. Ja, genau. Das stimmt, das ist ja dann dort wieder die Verbindung. Ja, ja. Sie haben auch die Dorfmaschinenabteile neu gestaltet. Was hat Sie da gemacht, das andere aufgelegt? Da habe ich auch wieder versucht, um, was hier gemacht wird, wieder zu zeigen. Und ich habe damit gedacht, Küchentüchli in der Küche, Badtüchli zum Baden. Und habe dann auch wieder versucht, eine Stimmung zu schaffen. Eben, man geht schnell im Bodensee baden und tut sich nachher abtrocknen mit dem Tüchli. Und das andere ist, mit holt sich aus dem Bodensee aus den Fisch und tut ihn in der Pfanne bröteln. Ja, mit schwerem Herz. Der Wagen hat zu unserer Familie gehört. Mein Vater hat bei der Sauer geschafft und war nachher bei der Berufsfeuerwehr Zürich. Und er hat im Gesamten 4 Saurer privat gehabt. Und wir, meine Brüder und ich, haben regelmässig auch mit ihm die Wagen gewartet, Ausfahrten gemacht. Und jetzt mit zunehmendem Alter ist es so weit halt gekommen. Mein Vater ist leider gestorben vor 3 Jahren und mein Bruder hat eine sehr schwere Krankheit gehabt, ist im letzten August gestorben. Und darum habe ich den Wagen jetzt am Museum gegeben, weil für mich allein ein Weiterbetrieb dann einfach nicht mehr möglich gewesen wäre. Du bist woher? Ich komme von Zürich, von der Stadt Zürich. Und habe nicht gerade einen Automechaniker Lehre gemacht. Ich bin vom Beruf Zahnarzt, habe aber immer auch an technischen Sachen Freude gehabt und bin eben durch den Vater auch auf ganz lastige Szenen eingegangen. Gibt es etwas Interessantes zum Überzeugen? Ja, das ist ein Saurer 3 Dux Alpenwagen, 4 U mit der Techlikappe. Das war ganz charakteristisch für die letzte Serie von diesen Wagen. Und die sind vor allem im Bündnerland und im Raum Gotthard unterwegs gewesen. Und dann ist der Wagen von 1963 bis 1978 im Bestand von der Post gewesen. Nachher ist er 10 Jahre bei der Armee gelaufen, als Transportfahrzeug für das Armeespiel. Und als er ausgemustert worden ist, haben wir ihn in Thun, im AMP Thun an der Galt, haben wir ihn erstanden und dann so weit fahrbar erhalten und gepflegt im feldgrauen Zustand, bis wir vor rund 10 Jahren beschlossen haben, dass wir ihn wieder gelb spritzen und in Originalzustand versetzen. Und so haben wir dann auch noch die letzte Zeit mit ihm verbracht. Wir haben in der ganzen Schweiz Ferien gemacht. Das haben wir gesagt, wir machen Postautoferien und sind so in der Schweiz unterwegs gewesen. Nein, im Gegenteil, das Herz geht einem auf. Man sieht viele alte Bekannte und vor allem Leute, die mit diesen Fahrzeugen geschafft haben und auch im Alter noch Freude haben daran. Und so lebt ein Verein, so lebt das Museum und so können auch die Fahrzeuge weiterleben. Danke vielmals für deine Hilfe, das war interessant. Als ich zum Sauer gekommen bin ich in der
Entwicklungsabteilung gelandet. Und das war der Zeitpunkt, wo wir neu die Auto gebaut haben. Und meine Arbeit war die Weiterentwicklung und Bau von diesen Vorwellgetrieben. Da haben wir diverse Änderungen gemacht, noch als die Fahrzeuge im Bau waren und auch nachher. Und dann habe ich, als ich später im Kundendienst war, von der Generaldirektion der PTT Auftrag bekommen, in allen Garagen von der PTT Instruktionskurs geben über das neue Schaltprinzip. Das war eine super interessante Zeit. Und ich muss sagen, es war eine schöne Zeit. Ab und zu ist es hektisch zu und her gegangen. Arbeitszeiten, da habe ich nicht drauf geschaut, ob 8 Stunden oder 10 Stunden oder sogar 24 Stunden. Man war in der Versuchsabteilung da und hat geschafft, bis das Zeug Hände und Füße hat. Das war eine tolle Zeit. Darum freut es mich jetzt außerordentlich, dass eins von meinen Kindern hier im Museum steht. Das ganz kurz zu meiner Tätigkeit und zu diesem Auto. Also, bei welchen Jahren war das? Also, im 1957 bin ich zum Sauer gekommen und bin bis im 1959 in der Versuchsabteilung um die Auto herum. Und vom 1959 bis jetzt 60 bin ich in Genf in der Firma Robert Bosch. Und dann habe ich vom Sauer einen Anruf bekommen, ob ich nicht wieder, zurück auf Arbon komme. Im Kundendienst wäre eine interessante Stelle offen. Und dann habe ich zugesagt, ja, das mache ich gerne. Und im Kundendienst hat es natürlich geheißen, wenn jemand an der Front eine Störung war mit dem Auto, Hopf, das ist dein Geschichtli, kann schauen, was los ist. Und so habe ich eigentlich in allen Garagestellen von der PTT und bis weit auf in die Generaldirektion von der PTT gute Beziehungen können nachknüpfen. Und das muss ich sagen, war eine tolle, schöne Zeit gewesen. Die haben das Plakat gesponsert und das ist unser Garage Heimatli. Das ist der Stammbaum von der Dächerkatze. Alle Post, das ist ganz neu gewesen, 1906 bis 1956. Die Entwicklung von Postautos in der Schweiz und man kann damit sagen, die Entwicklung von Postautos von der Welt. Angefangen mit den berühmten 3 Postautos, die zur Evaluation waren, ganz am Anfang. Das Postauto von der Martini, von der Berna und von der Saurer. Aus denen heraus hat dann Post das Einheitspostauto entwickelt. Und das ist dann da mit verschiedenen Irrungen und Wirrungen und Einzelfahrzeuge mit Schneepflügen und Kettenantrieb und Schneeketten und alles Mögliche. Und quasi die Kulmination des Guten, das ist der Trübel. Dass es nachher noch weitergegangen ist, hat man ja noch nicht gewusst. Heute wissen wir das, dass das nicht das Letzte ist. Der hat noch eine richtige Schnauze, das ist die letzte Generation Schnauze. Und dann hat man den Schnauzer weggenommen, weil man das nicht mehr nach modern angeschaut hat. Und hat bloß eine amerikanisch inspirierte Chromfigur gemacht, so Chevrolet-Style. Und der hat dann ein Wildlandsbild geprägt. Am Anfang hat er die Tafel auf den ersten, hat er noch nicht drauf gehabt. Dann hat er noch Lüftung rein gemacht. Und damit die Luft rein und über das Auto geht, hat er den Rutzen bekommen. Und darum hat das Auto den Übernahme täglich bekommen. Das Büchli, Revue PTT, auch Zeitgeschichte, nur schon, dass es PTT heisst. Gewisse ältere Herrschaften können sich noch erinnern, dass es früher Post, Telefon und Telegraf geheißen hat. Telegraf, etwas, was es nicht mehr gibt. Telefon ist heute auch Katharina uns gefallen, habe ich gehört, das ganze Telefon. Aber das ist der Teil vom heutigen Reise- oder Postauto AG. Das war eine Jubiläumsschrift, 50 Jahre Autopost.
mit wunderbaren Reklamen drin. Jede von diesen Reklamen ist eine unglaubliche Köstlichkeit. Aus heutiger Sicht, oder? Man kann es fast nicht anschauen, man hat so Freude, aber es ist so altmodisch. Und das war so modern gewesen. Wie schnell als man zwischen modern und altmodisch wechseln kann, sieht man daraus. Da ist das älteste Saurer Postauto und unten dran eben das modernste Postauto. Und das ist eben alles. Das war mal das modernste, was die Firma Saurer gebaut haben. Jetzt möchte ich aber gerne den Martin Riffel da vorne haben. Martin, komm bitte neben mir auf die Rednerbühne. Oh, du hast ihn etwas Schmerz dabei. Also, der Martin Riffel ist der edle Spender für den Postauto. Dass er jetzt einfach das ausdrucksstarke Bild machen könnte. Was hast du da für uns? Also, Rudi, du hast gesagt, das Postauto ist seinerzeit das modernste vom modernsten gewesen. Da hast du völlig recht. Und ich möchte jetzt dir auch sagen, das ist der erste Saurer, den du in dieser schönen Museumshalle hast, wo eine Fernsteuerung hat. Und das müssen wahrscheinlich die wenigsten. Im Umgangssprach, wie gesagt, ist es ein Klavier. Aha. Und das ist eine Fernsteuerung. Mit dieser Fernsteuerung kannst du nämlich mit dem Kabel, man muss dann nachher noch den Stecker hermachen, kann man am Getriebe anschliessen und dann kannst du auch vom Schreibtisch aus, kannst du dir mal die Hände überschalten. Er ist eigentlich vom Beruf gegangen. Das Postauto ist einmal am Anfang als Postauto gefahren. So? Ja. Und dann? Du bist 15 Jahre lang bei der PTT als Postauto gelaufen und nachher 10 Jahre bei der Armee gewesen, eingesetzt für den Transport vom Armeespiel. Es hat jetzt noch Kleber dran, wenn man es dann in der Mine anschaut, von den Spieltruppen, die im Einsatz sind. Und in diesem Feldgrau haben wir im AMP Thun erstanden, beim Vater, beim Brüder und ihm. Ja. Und zwar haben wir uns eben einfach auch in die Technikanten verliert. Und dann ist auf dem ETA gestanden, der Wald kostet 1000 Franken, aber der Motorblock ist gerissen. Dann hat niemand den Feldgrau. Wir sind immer drum herum gestrichen und die Zahlung ist dann immer noch dort gestanden. Dann sind wir dort zum Hallenchef gegangen und haben gefragt, ob sie uns jetzt mal einen Preis geben würden. Dann hat er gesagt, ja, das ist in Ordnung, 500 Franken. Dann sind wir noch in den letzten Minuten beim Strassenverkehrsamt die Tagesnummer holen, haben sie hergehängt, gestartet und sind über die Bühne heimgefahren. Und dann war ich ein Problem. Mit dem gerissenen Motor? Mit dem gerissenen Motor. Ist jetzt noch gerissen, weil es ist eigentlich nur ein Haarriss zwischen dem Wasserteil und dem Leckkörper. Und das hat man in der Sauerwerkstatt in Zürich haben wir das noch kalt geschweißt und das ist seitdem dicht. Wir haben mit dem Auto 30 Jahre nach Vorstellung in der Schweiz gemacht, das dritte, in der vordersten Reihe. Vater und zwei Brüder und dann haben wir einen Fahrerwechsel gemacht. Die schönste Zeit, überhaupt Standard, Tessin, Bündner, überall sind wir gewesen. Und der Motor eben. Ich kann dir das garantieren. Und gäbe es noch so einen Ersatzmotor? Haben wir noch auf der Seite, ja. Super. Weil wir das Auto so gerne genommen haben, haben wir dann vor ungefähr 10, 12 Jahren haben wir dann entschieden, wir machen den jetzt vorne wieder geil. Ein Kollege vom Vater hat dann schon die Flügelchen gemacht und hat gesagt, da machst du jetzt endlich mal geil, ich will mal die Flügelchen hier machen. Also Flügelchen, das ist so gut, aber Peter geht genau. Dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das noch. Und dann ist er gekommen, hat die Flügelchen montiert. Ich habe dann hier noch eine rote Streifen gemalt. Das ist jetzt alles über seine Originalität. Und jetzt ist er also zu uns gekommen und ich sage nochmal, Max hat extra ein Bouquet für heute organisiert. Also das ist nicht ein Ausleih-Plastik-Bouquet, sondern die richtige Blumenschmuck, den wir extra zu Ehren von Martin und zu Ehren von dem Postauto organisiert haben.
Und der Peter hat noch das Hoheitszeichen, das Hörerli, da haben wir gemacht. So, also, dass alle wissen, das ist ein echtes Postauto. Es war einmal grün, aber es ist ein echtes, einrichtiges Postauto. Und super, jetzt dürfen wir alle zusammen, also danke vielmals. Hallo! Jetzt wird das Glück an alle miteinander. Super, wunderbar, danke vielmals. Nachher könnt ihr wieder führen. Ihr könnt schauen, ihr könnt trinken. Und wie gesagt, am 7. wird Halle gebraucht.